bin mal gespannt, wie viel los ist in Limsa, ob es gleich wieder laggt ohne Ende oder nicht. Aber mein Computer wird jetzt gereinigt, also der Computer kann alles wunderbar handeln. Nehmen wir gleich mal die nächste Quest an, machen die nächste... Hat er einfach die Gruppe verlassen? Wo mache ich... Also ich nehme die nächste Main-Story-Quest an, mache meine Hermetiker-Quest und dann gehen wir direkt weiter, weil der nächste Dungeon braucht nicht lange, bis der kommt. Wir können mal in den nächsten Dungeon rein, den jeder liebt. Total. Den ich selber in den letzten Tagen sehr oft gemacht habe. Sehr besonders ist. Ja, wir sind Abenteurer. Gibt's da nicht irgendwas? Ah, ja, ein solcher Auftrag wurde ausgeschrieben. Ich fürchte, das Schiff hat abgelegt. Scheiße. Ah, bist du etwa der Abenteurer, der uns den Auftrag vor der Nase weggeschnappt hat? Trauernder Bär. Oder also bist du wohl traurig, was? Das Schiff hat also nicht nur abgelegt, sondern ist schon wieder sicher in den Heimathafen zurückgekehrt. Glückwunsch, nur schade, dass wir diese Fahrt verpasst haben. Ach, mach dir keinen Kopf. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Das stimmt natürlich. Ja, wir müssen uns ordentlich ranhalten, wenn wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen wollen. Ja, genau. Ich will endlich groß rauskommen. Wir haben uns vorgenommen, große Heldentaten zu verbringen, aber die Baden in ganz eher... zukünftige Generation von Abenteurern wollen wir ein glorreiches Beispiel abgeben, nachdem sie nacheifern können. Und was ist dein Ziel? Groß oder klein? Du brauchst einen Stern, nach dem du greifen kannst. Es gibt dir die Kraft, harte Zeiten zu überstehen, denn mit einem leuchtenden Ziel vor Augen hältst du jedem noch so finsteren Sturm den Kurs. Das, wofür du kämpfst, gibt dir geistige Stärke und wird zu deinem Schutzschild im Angesicht der Gefahr. Denk an meine Worte. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg. Hätte jetzt noch mehr solche metaphorischen Sätze von sich gegeben, hätte ich einfach die Cutscene geskippt. Schön, dich wiederzusehen. Wie lief die Höhlenerkundung? Ja, ne, der Pirat ist tot. Wir haben nur gegen so ein Fischvieh gekämpft. Hm, die Sahagin wollen sich also tatsächlich in das Astasha-Höhle einnisten. Das schmeckt mir gar nicht, ganz und gar nicht. Das muss Admiral Melwood gleich wissen. Aber zuerst gebe ich dir natürlich deine Belohnung dafür, dass ich dich in die Höhle, gewagt hast. Danke für deine Hilfe bei Buklaw Windfang. Ich wusste doch, dass ich auf dich verlassen. Ich kann nicht reden. Ich kann nie reden, wenn ich hier... Hier ist ja aber egal. Hier, bla bla. Geh mal dahin und tu mal das. Jojo, mach ich. Mit meinem schicken neuen Outfit. Gruppensuche verfügbar. Okay. Die schaltet man jetzt schon frei. Gruppensuche ist, wenn du einen bestimmten Inhalt machen möchtest, kannst du Leute dafür rekrutieren. Wenn du also merkst, scheiße, ich krieg einfach keinen Invite, dann kannst du halt für den Inhalt eine Suche aufmachen, dann kann jeder beitreten. Dann kannst du festlegen, was für eine Klasse die haben sollen. Mit Miun im Hexenstübchen sprechen. Kommt gar nicht der Dungeon als nächstes, wo ich gedacht habe. Kommt jetzt doch Totorak. Gut, der kommt halt... ich meine... Ich habe keine Ahnung, welcher Dungeon als nächstes kommt. Ich bin total überfordert. Und so, und so, und so, und so. Und jetzt habe ich Platz. Und gleich erstmal wieder zumachen. Nicht, dass ich wieder irgendwas verstelle. Aus Versehen, mitten im Kampf. Hallo, Thymian. Was? Ach ja, tatsächlich ein brauchbares Buch, aber kein Skill. Kilia hat ihr Zimmer verlassen, ist unauffindbar. Hallo Finny, ich hab doch gesagt, ich nehme... das wäre ja scheißegal. Ich will kuscheln, Papa, ich schnüffel jetzt hier am Mikro. Oder auch nicht. Schmatz, schmatz. Vielleicht hat man das gehört, das wäre ja süß. Sie wurde von den Gelbjacken abgeführt. Ah ja, ich hab's genau gesehen. Das Rhein. Hier. Yeah. Der VB. Wer ist dieser VB? Warte mal, wir müssen ansprechen, wir müssen erstmal dir ansprechen. So, hallo. Ja, Kilia, wo ist sie? Es tut mir leid, aber es ist jetzt echt langweilig. Such Kilia, geh von A nach B zu C und dann wieder zu A zurück. Dankeschön, das mache ich. Politikergilde. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da hin muss. Hallo? Sie ist irgendwo hingegangen. Naja, jetzt erzählt sie, sie war damals Sklavin bei diesem Piraten. Der hat sie halt misshandelt. Und jetzt ist er schockiert und traurig. Und jetzt muss ich da hin?
Aber ich glaube, sie sagt, nein, ich kann nicht mehr zurück. Und ich kann einfach nicht. Die Magie-Matte ist für mich nicht mehr da. Die Matte hat mich verlassen. Ah ja, da unten müsste sie hocken. Hui! Oh, hui! Ah, jetzt. Oh, ich freue mich schon so drauf. Beim nächsten Patch oder im Laufe des nächsten Patches soll man in den Gebieten dann auch endlich fliegen können. Die Lage ist klar, Chris. Muster 256 alles bereit zur Rückeroberung. Dank Buchler, was bist du denn hier? Du bist gekommen, um mir zu helfen, stimmt's? Mein Grimoire zurückzuerobern. Von diesem Gefangenen weiß ich, dass die Kirkenbande ein altes Zauberbuch aus dem Meer gefischt hat. Mein Grimoire! Fundsachen aus dem Meer kann ich nicht einfach so für die Zollbehörde beschlagnahmen. Ich greife die Karawane der Schwarzmarkthändler an und hole mir mein Grimoire zurück. Sie ist bereits zum Kerzenwach-Kai aufgebrochen. Du musst mir helfen! Ich werde auch Thymian um Unterstützung bitten. Wir treffen uns auf Oshorns Kammer. Klammer, nicht Kammer. Ach nö. Das muss ja sein. Es muss sich da wieder hin. Das dauert so lange. Hui. Nach der Quest mache ich auf jeden Fall mal kurz 5 Minuten Pause, weil ich muss unbedingt was zu trinken holen. Das hier ist, glaube ich, ganz gescheiter, wenn die Aufnahme jetzt noch eine Dreiviertelstunde erstmal in Ruhe abgespeichert werden kann. Das Grimoire, bla bla, ja ja, da sind die Bösen und wir müssen sie überfallen und töten. Ich bin die Idee, ich muss Schaden machen. Oh nein, ein Instanz! Ja! Ich guck nach rechts und links, oder links und rechts und ja, ich bin bereit! Ich bin bereit für den Fight, für das Kack-Grimoire. Ja, ja, ihr habt eure Schwerter, aber ich habe meine Bücher. Machen wir halt erst den Platz. Mir auch wurscht. Sollten auf jeden Fall mal wechseln. Ah, falsch. Genau. Sollte sie wenigstens so halbwegs alle vergiften. Recht easy. Oh nein, nicht, dass du mir hier stirbst. Bitte sterb nicht. Ja, wow. Schaden die halt kriegen. Cool. So, jetzt muss ich aber Thymian helfen. Der traue ich nämlich auch nicht so ganz, dass die das alles überlebt. Oh, da kommt noch eine Fliege. Heilt euch bitte mal. Oh, fuck. Easy.
müssen das Grimoire finden. Sonst wird Kilia auf ewig traurig sein. Aufgeweichtes Zauberbuch. Okay. Also ganz so klar ist die Thymian nicht, wenn sie durch die Brücke gehen kann. Mein Grimoire, hat jemand mein Grimoire gefunden? Ich glaube, du bist hier. Okay. Ja. Danke. Das ist es, aber es sieht ja vollständig aus. Die Seiten sind völlig aufgeweicht. Lässt sich überhaupt noch etwas entziffern? Es hat keinen Zweck. Die Chance, mein Grimoire wieder in einen gebrauchsfertigen Zustand zurückzuversetzen, beträgt 0,0 Prophezeien. Auch der mächtigste Zauber kann die Zeit nicht zurückdrehen. Das ist zu viel für mich. Ich gehe heim. Wir müssen etwas tun. Die arme Clea. Ihr könnt jetzt nichts für sie tun. Ich werde mich um sie kümmern. Gebt ihr etwas Zeit, sie wird schon wieder. Lass uns zur Gilde zurückkehren. Ich werde mich jetzt nicht immer mit Namen vorlesen. Aber wir haben ihn gerade mal gefunden. Aber sie ist trotzdem traurig. Oh, warte mal. 2-1 Rückführung! Ja! Ja, das haben wir gut gemacht. Es lief definitiv besser als die letzten Instanzen, wo wir hatten, ne? Will ich ja nur mal so erwähnt haben. Hoi. Komm, gib mir mein neues Buch. Ja, ja, sie ist todtraurig, ich weiß. So, gib mir Geld. Schön. Jetzt wenigstens ein neues Buch. Das genauso aussieht wie das andere. Okay, gut. Ich mache jetzt kurz 5 Minuten Stopp. Holen wir was zu trinken und dann geht's direkt weiter. So, da bin ich wieder. Und wir gehen zu Mühlensexenstübchen. Auf nach Gridania. Oh, Stella hat sich schon wieder ausgelacht. Naja. Okay. So, so. Wo bin ich? Ah, da bin ich. Im wunderschönen Gridania. Hoppala. Die Gilde der Waldläufer. Nein, nein. Maybe on another day. Mion! Nimm doch bitte Platz. Du wirst sofort mit dir. Oh, du bist nicht hier, um zu speisen. Du bist ja vielleicht der Abenteurer, der uns vom Badebon empfohlen wurde, ja? Wunderbar, ich habe dich schon erwartet. Ich heiße Mion. Das Hexenstübchen trägt ja nicht umsonst meinen Namen. Wenn du möchtest, kommen wir gleich zur Sache. Aber atme erst einmal tief durch. Das ist eine lange Reise hinter dir. Okay, gib mir Erfahrungspunkte. Yeah. Ach nein, noch eine Sequenz. Gut, wenn du bereit bist, können wir ja mit der Einsatzbesprechung. Verzeih mir, ich stehe nur gerne, die Zeit drängt. Hat sie mir noch kein freiwilliger Bereit erklärt. Na, guten Abend, werter Lirwin, wie schön dich zu sehen. Auch wenn der Anlass deines Besuchs einen trüben Schatten auf unsere Begegnung wirft, doch du kommst gerade recht. Dieser tapfere Recke will sich unseres Problems annehmen. Oh, das freut mich für wahr. Danke, dass du uns helfen willst. Ich bin Lirwin, der Kommandant von Novigas Schar und als solcher für den Schutz Gridanias verantwortlich. Verzeih mir, wenn ich mich kurz fasse, aber die Zeit zerrinnt inzwischen den Fingern. Mitten im tiefen Wald liegt eine unterirdische Begräbnisstätte, welche der Toten Akatamtara genannt wird. Sie wurde vor vielen Jahrhunderten zu Zeiten von Gelmorra angelegt, doch auch wir Gridania haben dort unsere Toten bestattet. Bisher war es stets ein Ort des Friedens und der Ruhe. Nun jedoch gibt es Hinweise darauf, dass sich Anhänger eines dunklen Kults in der Anlage herumtreiben. Augenzeugen berichten lassen darauf schließen, dass es sich bei den Kultisten um die sogenannten Jünger Dalamuts handelt, die während der 7. Katastrophe plötzlich aufkamen, um den Mond Dalamut anzubeten. So was Unsinniges. Sie wollen das Werk der Zerstörung, das ihr Gott begonnen hat, in seinem Namen vollenden. Dafür schrecken sie vor keiner Grausamkeit zurück. Unter normalen Umständen würden es natürlich nur Fikas Schau obliegen, die jungen Dalamut zu vertreiben, und liebend gern würde ich ihnen umgehend meine besten Leute auf den Hals setzen. Aber die Katastrophe hat unsere Reihen stark dezimiert und die wenigen Überlebenden sind damit beschäftigt, die Ixal in Schach zu halten.
Yggdrasil sind vogelartige Wesen, die zu den wilden Stämmen gezählt werden. In letzter Zeit rücken sie uns ganz schön auf die Pelle und gönnen uns keine Verschnaufpause. Da unsere Einsatzkräfte gebunden sind, sind wir auf auswärtige Hilfe angewiesen. Du wurdest uns wärmstens empfohlen, deswegen habe ich Vertrauen zu dir. Bist du bereit, dich um die Jünger Dalamut zu kümmern? Ja, ja. Ich bin Drecksarbeit gewohnt. Danke, damit fällt mir ein Stein vom Herzen. Das wird kein Kinderspiel, sage ich dir. Doch bereite dich gut auf den Einsatz vor. Gehe dann zum Totenacker und sprich mit den Soldaten von Ufikas Schar, der dort am Eingang der Wache steht. Er wird dir weitere Informationen geben. Viel Erfolg! Pass gut auf dich auf, hörst du? Möge der Urkristall dich leiten. Ja, ja, der Urkristall. Das Näschen. Finny hat ein Näschen. Finny ist so süß. Finny ist so süß, der hat eine Nase. Eine Nase. So, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Sölle. Ach, da ist ja einer am Angeln. Was ist das denn für ein Geräusch? So, run, boy, run. They're trying to get you. Hat übrigens gesehen, dass ich nicht nur 5 Minuten offline war, sondern ein bisschen länger. Tiefer Wald, da ist ein RF, ein neuer Druide ist geboren. Oh, schöner wurde in Gredania, brauche ich nicht, ich wohne schon in Gredania. Naja, da ist ein Dungeon und da ist ein Dungeon, ich muss erst hier runter. Und mal gucken, ob hier... für mal Bestarium und Viecher rumlaufen. Hallo, AK. Hast du brav einen Sumpf-Jarison platt gemacht? Wir sind alle stolz auf dich. So, wie komme ich da am besten hoch? Nein! Das Symbol des Unfriedens. Das Symbol des Disconnects. Gleich bin ich bestimmt weg. Deswegen hat die eine sich auch gerade nicht mehr bewegt. Schaffe ich es noch? Ich will wenigstens seine Rufe erreichen. Und da bin ich draußen. Ja, ja, da hat der Urkristall mich ja mal sauber verarscht. Der Urkristall soll mich leiten, aber doch nicht aus dem Spiel. Ein aufdringlicher Händler. Hier, ach nee, warte mal, hier beginnt ja gar nicht die Quest dafür. Oh, Margarita. Ach, das sind die Freibriefe, oder? Ach nee, schöner Wohnt. Wow, ich habe es vor 3 Minuten vorgelesen und habe es in dem Moment sofort wieder vergessen. Ne? Super. Ja, Finny, ich weiß, ich bin dein bestes Kissen, aber du bist so süß. Ja, kleiner Mann. Wir müssen ja eh jetzt nur gerade laufen. Jetzt muss ich dann noch mein Karfunkel wieder neu beschwören. Ah, oh yeah. Ach, da ist ja hier der trauernde Bär und so. Was habt ihr denn zu sagen? Erzählt mir mal was. So begegnen wir uns alles wieder. Das ist Tasche, diesmal lassen wir denk an meine Worte. Wir wollen schneller sein, oder was? Ich hasse Gräber und Leichen, läuft mir mein kalter Schau mit dem Rücken. Das tut man nicht für einen Erfolg. Genau, denk einfach an den Ruhm, der uns wiegt, dann sind die Strapazen schnell vergessen. Lecco mio, Allian und Isolder, wer seid ihr denn? Ja. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber vielleicht kommt ihr irgendwann nochmal vor. Bestimmt kommt ihr irgendwann nochmal vor. Verhextes Gerippe. Ja, ich kann dir jetzt leider nicht helfen. Und damit ist unser nächster Dungeon gleich freigespielt. Ja, passt schon. Totnacker, jetzt müssen wir erstmal wieder. Voyage ist in dem Inhalt. Why? Kann ich nicht einladen, ist in dem Inhalt. Oh nein, ich kann nicht kurz warten. Dann trinke ich halt noch mal schnell was. Ja gut, ich kann ja erstmal hier rumlaufen. Nein! Du kriegst mich nicht! Wo war der Ausgang? Da war der Ausgang. Okay, das ging schnell. So. Einladen. Ach, du hast doch nicht freigeschaltet. Gut. Dann.
Weißt du, hier oben sind die Viecher aus dem Bestarium in der Sauerampferei, aber die sind zu stark. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich erstmal in den Ostwald. Let me in, der Invite ist doch schon geplant. Let me in. Oh yeah. Hi. Keine Zeit. Die, Bockmann. Die. Fällt es mir sich lange ein. Ja, der Tank ist aber auch neu, deswegen. Erfahrungsstufe gestiegen! GG! Die Ehrung kriegt unser Tanky Tanky oder die Lanzer? Warte mal, ist der neu? Ist der relativ neu. Na, der Tank hat so gut den Job gemacht, gebe ich es dem. Ja, gleich mal. Ja. Und schon bin ich pretty in white. Ah, ich habe eine Ehrung bekommen. Eine. Wie viel habe ich jetzt? Guck mal da. 6. Wolfspferch? Ach so, alles klar. Wolltest du nicht Dingens freispielen? Ja, dann mache ich noch mal schnell. Welcher fehlt mir denn noch? Unkrautjäten fehlt mir auch. Dann melden wir uns doch mal gleich dafür an. Ich muss eh von der Agenda her 3 Gildengeheiße erledigen. Kann ich auch genauso gut das neue Gildengeheiß jetzt mal machen. So. Nein! Bitte nicht. Bitte. Ja. Ja, ich hab's geschafft. Schön an selbst hergestellter Ausrüstung, die ist plain. Und nicht kunterbunt. Wunderschön. Wunderschön. Ich bin ein wunderschöner Hermetiker. Aber der Hut, wird der mir angezeigt? Oh, Gott sei Dank. Wenn der Hut mir angezeigt worden wäre, das sähe ja auch mega dämlich aus. Ich will nur schnell in den Ostwald. In den Ostwald. Ach ja, die Musik ist hier schön. Der schon wieder. Die schon wieder. CI. Ja, ja, die haut immer von mir ab. Ich merke schon. Die hat Angst vor mir. Angst. Vor diesem Pretty in White. Kartograf Ostwald. Ah ja, genau. Nö, interessiert mich jetzt auch nicht. Erstmal schön verbinden mit dem Iteriten und hier unten müssten Gegner fürs Bestarium sein. Natürlich. So. Hi. Nein. Ja, ich lass mal mein Smaragd-Kaffeekirchen draußen. Attacker bitte, Attacker! Ja, cool. Nice! Das haben wir sehr gut gemacht. Ah, mein Co-Hermetiker ist auch neu.
So, und wir müssen die hier hauptsächlich platt machen. Passt es ja wohl nicht. Und nach Möglichkeit nicht im Gift stehen. Oh, ich stehe im Gift. Seh nix. Der Tank leistet wahrlich keine Arbeit. Ernsthaft? Stirb! Bam! Nice! GG! Die Ehrung bekommt auch mein Co-Hermetiker. Sehr schön. Ich muss ja auch ein paar Ehrungen vergeben, damit ich ja auch noch den Agenda-Erfolg bekomme. Das ist alles wertvolle Erfahrungspunkte, die ich brauche, weil ich ja sonst keine Nebenquests mache. Kitzel. Und so, außerdem sollten wir mal irgendwas zum Färben vielleicht kaufen. Aber die Ausrüstung ist so schnell wieder outdated. Eine